Hui. Hui. So. Hallo, liebe Sandrock-Fans. Hier sind wir wieder bei My Time mit Sandrock. Und wir sind direkt hier im Einsatz. Wir müssen unsere Bestellung hier abliefern. Beziehungsweise. Ach, mir an. Wie schön. Wir müssen Justice schnellstmöglich erreichen. Sonst ist nämlich unsere Mission hier abgelaufen. Hallo. Good work, Partner. Knew we could depend on you. Und so weiter. Das kennen wir alle schon. Warum ist das immer noch nicht übersetzt? Schade. Na gut. So. Tata. Wir haben hier ein paar Tripions gekillt. Das war ja unsere Mission. Und hätten das jetzt nicht abgegeben, wäre die abgelaufen. Die ja zeitlich ein bisschen. Es flitzen in die Tierchen hier schon wieder rum. Plus Grace. I do like this town and all the people here. But. I'm mainly working this job to gain experience for a better job in Atara. Na, wart mal ab, bis was hier noch so alles abgeht. Ja, bye. Was hier noch. Bye bye, was hier noch so alles abgeht, das haben wir ja schon in unserem kleinen Teaser gesehen hier. Oh. You want to know more mehr about über deine Schwester. Well, I'm afraid I'm compelled to keep family secrets. Mhm. Compelled, of course, by my sister Dearest. She'll bait me into one of her pots if I steal something and oh, du willst mehr über meine Schwester wissen? Nun, ich fürchte, ich bin gezwungen, Familiengeheimnisse zu bewahren. Gezwungen, natürlich, von meiner liebsten Schwester. Sie würde mich in einen ihrer Töpfe verarbeiten, wenn ich etwas ausplaudere, was ich nicht soll. Das glaube ich auch sofort. Be seeing ya. Oh, hier ist direkt Nemo hinter uns. Okay, den schnappen wir uns jetzt. Nein, nicht du, du Vogel. Ich will den Hund. Mensch, Arvio, hau ab. Geh, Gassi, aus. Take it easy. Auf den Kamel habe ich keinen. Das ist nicht fein genug. So. Wo bin ich schon gleich hier haben? Du kleiner Lümmel. Komm, kriegst nochmal wieder. Schnüffi, Schnüffi. Hm, aber nicht alles auf einmal wegriechen. Ja. So. Ja, das war der Teaser zu dem neuen Update am 24.11. Was ist denn hier für eine Versammlung, ey? Hier sind so viele Leute. Soll es rauskommen? Das neue Update mit neuen Inhalt und wie wir gesehen haben, sehr actionreich das Ganze. Also da ist ordentlich was los. Ja, wofür sich die meisten Leute aber anscheinend interessiert haben, so wie ich die Reaktion auf das Video bisher gesehen habe. Das fängt am Ende ein umarmt. Das scheint doch für viele sehr wichtig zu sein. Hm. Aber anscheinend geht dann die Story mit ihm dann auch weiter. Das ist ja auch so eine Sache, sag ich jetzt mal. Als wir uns versucht haben, mit ihm anzufreunden, haben wir ja auch irgendwie erfahren, dass er anscheinend irgendwie verfolgt wird, dass irgendeine düstere Vergangenheit hinter ihm liegt oder so, wie auch immer. Also da scheint auch irgendwas zu sein. Und diese Story werden wir vielleicht, ja, dann auch endlich mal erfahren. Oh, der ist aber groß geworden, der Baum. So nudelst du auch, aber vor allem der Baum hier. Dann hast du bald schönen Schatten. Ja, da bin ich mal gespannt, was diese neue Story bringt. Wir haben ein neues Gebiet gesehen. Das sah aus wie, ja, verseucht irgendwie mit so einem grünen Schimmer. Sehr spannend. Ups. So. Also das sah schon echt prickelnd aus. Und dann anscheinend neue Gegner, so mutierte Pflanzen oder sowas. Das sah auch komisch aus. Also Pilze oder so eine durchgedrehte Zwiebel, die mit einem kämpft und sowas. Da müsste anscheinend auch wieder in unsere Anzüge schlüpfen. Also gut, dass ich die nicht verkauft habe. Vielleicht können wir die auch nochmal pimpen. Keine Ahnung. Oh, da haben wir auch schon Rocky. Und Rocky scheint auch mit involviert zu sein, diese ganze Story. Da bin ich auch mal gespannt. Also er, seine Frau und sein Kind scheinen da irgendwie, tja, weiß nicht, irgendwas zu entdecken, Gefahr zu geraten oder so. Und was das wohl dann alles bewirkt, da bin ich mal echt gespannt. Keine Ahnung, ob der das macht hier. Ja. Und dann B, ja, ist anscheinend auch mit dran mit ihrem Mann und will dann sogar weg. Also da scheinen ja dramatische Sachen zu passieren und hat gar nichts mit Logan zu tun, so wie es aussah. Also, sehr interessant. Da bin ich echt mal gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Und dann gibt es da noch einen neuen NPC. Den werden wir auch kennen, den Old Pal. Kennen wir schon. Und der soll aus dem Spiel Portia stammen. Also mein Time at Portia. Das ist ja hier alles das gleiche Universum, gleiche Welt. Ne? Mit der Allianz der freien Städte. Das gibt es in Portia auch. Und Portia liegt ja auf der Karte auch, wenn man sich die im Rathaus anschaut. Ich glaube, da hängt die.
Oder ist die Museum? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da liegt Porsche so südlich von Sentrock, getrennt durch die Alfaula-Wüste. Und dieser Typ ist wohl der reichste Mann der Allianz. Und er kommt hier hin. Also da bin ich mal, keine Ahnung, sehr gespannt, was das zu bedeuten hat. Was der hier macht. Er scheint nicht sehr beliebt zu sein. Jedenfalls haben ihn alle mit irgendwas beworfen. Also spannend, muss ich sagen. Wird jetzt hier noch was angezeigt? Achso, ja, ja, ich habe ja noch eine Mission, stimmt. Ja, Ski, unser Direktor Ski, den haben wir in grün gesehen. Der war plötzlich grün im Gesicht. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also, da scheint ja einiges los zu sein. Also, ja. Wie es aussah, werden wohl auch wieder einiges an Ressourcen benötigt, weil da Maschinen zu bauen sind. Zum Beispiel so Entgiftung oder sowas. Also, wäre vielleicht Zeit, ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Wer weiß, was da alles auf einen zukommt. Puh, und Kämpfen gibt es natürlich auch. Also, für den Kämpfen bin ich jetzt eigentlich nicht so der große Freund. Ich möchte eher hier so, naja, die Storys erleben und alles und ein bisschen aufbauen. Aber ist ja vielleicht für jeden Geschmack was dabei. Und das scheint dann auch interessant zu werden. Also, ich brauche da auch nochmal ein bisschen Boost. Vielleicht können wir von unseren Klamotten noch was pimpen oder noch bessere Ausrüstung finden. Ein bisschen trainieren. Also müssen wir uns ein bisschen vorbereiten auf das neue Update. Wir sind gar nicht mehr so weit weg von der nächsten Stufe, sehe ich gerade. Ui, dann kriegen wir ja auch noch mal ein bisschen was drauf. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch vom Shop her ist auch nicht mehr... Ja gut, ist noch ein gutes Stück, aber es ist absehbar, dass wir noch eine Stufe aufsteigen können. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man Nias Tasche pimpen kann. Die gibt uns ja 8 Verteidigungspunkte. Man könnte ja nicht eine andere Tasche nehmen, aber aus Erinnerungsgründen Sentimentalität, die wahrscheinlich von dem Spiel hier überhaupt nicht belohnt wird, ist ja völlig wurscht. Aber möchte diese Tasche natürlich behalten. Ist ein Erinnerungsstück an seine beste Freundin. Sowas behält man natürlich. Könnte man das hier vielleicht auch noch verändern? Die hier gibt plus 3 Verteidigung und 6 Ausdauer. So, wenn ich diese bescheuerte Brille da anziehe. Weiß nicht, sieht aus wie Geordi LaForge aus Star Trek. Ja, okay. Na gut, gucken wir mal. Vielleicht geht das ja. Und dann müssen wir sehen, dass wir hier ein paar zusätzlich neue Werte kriegen. Die kann man pimpen und dann kriegen wir mit Quarz was Neues. Bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt 8 Verteidigungspunkte. Und steige aber mal die Qualität auf selten. Dann kriegen wir 10. Können wir dann nochmal was machen? Das verbessert sich nicht. Okay, das ist das Maximale, was es für dieses Item wahrscheinlich gibt. Dann machen wir das. Das ist doch schon mal ganz schön. Aber 2 Verteidigungspunkte mit ein bisschen Quarz dazu bekommen. Da kann man noch was mit anfangen. So, was brauchen wir hier noch? Also, einfache Schaltkreise brauchen wir noch. So, komm her, du Kamel. Ja, also, 14.11. das neue Update. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wird nicht nochmal verschoben in Corona und so. Da gab es ja auch nochmal eine Mitteilung, dass die Mitarbeiter da ein bisschen deswegen Probleme haben. Ist ja in China noch ein bisschen anders als bei uns. Da wird ja auch die Hauptarbeit dieser Spiele hier gemacht. So, wir haben auch kein Kupfer mehr, ne? Es ist gerade so plus minus 0. Ja, also ja keine Chips, die müssen uns an der Mine holen. Gut. Dann ist das so. Aber diesen Vertrag finde ich irgendwie nicht lukrativ, weil das mit dem Zeug kann ich eigentlich gar nicht so viel anfangen. Da müssten sie vielleicht nochmal überlegen, ob sie den nicht irgendwie abändern. Na gut, weil die Ressourcen kriege ich so viel, viel bessere mehr raus, als jetzt hier über diesen Vertrag. Hier laufen die ganzen Leute rum. Ah ja, wir haben ja auch gesehen, dass hier anscheinend auch irgendein Vorfall ist an diesem neuen Update. Also die ganze Mannschaft der Fowler Salvage ist anscheinend da involviert. Ja, das scheint ja sehr abenteuerlich zu werden. Ich bin gespannt, Fred, mit deiner neuen Brille. Siehst du überhaupt was?
Hau dir nicht auf den Fuß. Hier gibt's kein Hospital. Hier gibt's nur Fang. Und was der dann mit dir macht, siehst du aus wie ein blauer Schlumpf. Okay, hier haben wir jetzt auch Kunststoff, das wir abbauen können. Blümchen, du hast mich erschreckt. Da war ein Skorpion. Da sind noch ein paar Roboter dort, die können wir auch nochmal wegmachen. Du musst schon treffen. Ich sag schon, mit der Brille sieht er einfach nichts. Plastik haben wir eigentlich genug. Da müsste man gar nicht mehr in die Wüste. Das ist schon ein ganz ordentlicher Haufen hier. Fromm. So, guck mal, ob wir hier noch wegklopfen können. Haben wir diese kleinen Grafikfehler. Das ist auch erst seit dem neuen Update. So, jetzt haben wir auch wieder Kupferschrott. Wir sammeln Erfahrung. So, hier auch wieder diesen komischen Federn, dieses Grieseln da unten. Das gefällt mir aber nicht. Na gut, auch noch eine Bronzestange bekommen. So, wo die ein bisschen besser alle hernehmen. Gummischrott haben wir auch wieder reichlich. Flump. So, jetzt war es dann eigentlich auch hier, ne? Können wir hier nochmal reinhauen und dann. So, dann haben wir auch Energie komplett verbraucht. Eieieiei. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Könnte hier noch ein bisschen weiter rumklopfen. So, dann haben wir auch nochmal Erfahrung gekriegt. So. Komm mal, Freund. Sehen, ob wir Ski jetzt auch nochmal irgendwann glücklich machen können. Dann haben wir diese Mission auch erledigt. Hui! Wir müssen halt einfach nochmal in die Minen rein. Ist, auch wenn dann immer ein bisschen anstrengend ist, da diese Rumklopferei. Aber ist halt so. Können wir nicht ändern? So. Play der goldenen Glocke. Ja, also, dass ihm da, wie es da weitergeht. Bin ich mal echt gespannt, ob in der Wüste unser Baum da wirklich wächst. Bin ich sehr gespannt. Oh, hier mal nochmal. Yummy, yummy, yummy. Was für die Hundenase. Der schnarcht schon wieder hier ordentlich. Und dann nudelst. Ach, sieht's nicht prächtig aus, unser neues Heim. Eigentlich. Ja, schon wieder zu klein eigentlich fast. So, wie sieht's denn hier aus? Können wir uns noch was hier holen, was ein bisschen was bringt? Blutsteinkerne. Oh. Dann können wir Amiralein mal wieder besuchen. Da brauchen wir auch Ton für. Ist das eine besondere Qualität? Herausragend. Ja, wir können mal zwei Wasser machen. Wie viel können wir machen? Vier. Genau die wir brauchen. Okay. So. Mal sehen, ob wir die noch erwischen. Auf geht's, Blümchen. Schnappen wir uns Amira. Beiß dich an ihr fest und zerr sie dann runter, damit wir ihr das Zeug dann geben können. Hey Justice, schön, dass du hier rumstehst. Ja. Mabel. Crystal. Rocky. Suchen. So, den habe ich ja selber gebaut, Mensch. Nein, zu spät. Eine Minute zu spät. Nee. Okay. Schade, kriegen wir keinen Bonus, weil wir es am selben Tag erledigt haben. Na gut, hätte man eine Minute früher hier sein müssen. Du bist nicht mehr in Form, mein liebes Kamel. Ich meine, du hast auch ein bisschen zugelegt. Naja. So machen die vielen Sandbären. Vielleicht kommt sie auch noch mal raus. Also. Die müsste ja eigentlich. Oder? Die wohnt ja nicht hier. Die wohnt ja bei Arvio. Da müsste sie eigentlich rauskommen.
Hier unten ist auch noch irgendwo jemand, der was will. Na gut. Wir drehen mal hier. Pablo war das, ne? Hallo. Ah ja, genau. Ich kann einfach nicht ich selbst sein. Ohne Jade, Armanfred, du verstehst das doch, oder? Kannst du mir bitte sowas besorgen? Ja, Jade, Armband. Warum nicht? Bin auch nicht ich selbst ohne mein Jade, Armband. Einfach Schaltkreis haben wir einen. Oh, vielleicht muss... vielleicht reicht das? Jade, Armband. Ich glaube, das habe ich zufällig mal nicht dabei. Ich schleppe ja sonst alles mit mir rum. Ja, gut, können wir dir wahrscheinlich besorgen. Benjo, du pennst hier mitten auf der Straße. Was ist mit dir los? Ja. So müde. Das ist ja der Wahnsinn. Benjo, mal sehen. Plus zwei. Miau. Das mit der Leertaste funktioniert irgendwie nicht mehr. Macchiato. Da schauen wir noch. Wir können ja auch vorher einfach mal nachgucken. Oder denke ich meistens nicht dran. Macchiato. So. Du magst vor allem gesalzten Fisch und gedünsteten Sandfisch. Das andere haben wir noch nicht rausgefunden. Ja, oder ist er echt müde? Puh, gesalzenen Sandfisch. Sandkarpfen. Hier haben wir noch einen. Naja, den haben wir schon zu oft geschenkt. Jetzt kriege ich nur zwei dafür. So. Eine Bratpfanne haben wir ja auch noch dabei. So, Schiert als nächstes Geburtstag. Und dann haben wir Elsie und Grace. So. Ah, Benjolein. Miau. Jetzt noch einmal. Ja, Ski kann man bestimmt irgendwas Elektronisches schenken. Ah, Jan, unser viertbester Freund, nicht. Mit denen los? Oh ja. Die beobachten irgendwas. Stalker, keine Ahnung. So. Dann wird es Zeit, hier ins Bett zu hüpfen. Genau. Ich pack dich einfach mal so und du hast ja noch gesunde Knie. Du musst eh ein bisschen Sport machen, Blümchen. Du bist zu dick. So. So, ab ins Bett. Wo ist es denn? Hier. So, jetzt sind wir komplett eingerichtet hier. Mir ist fast schon wieder zu eng. Achso, haben wir nicht noch Bilder, die wir aufhängen können? Fällt mir gerade ein. Ja, hier. Wir haben doch beim Rennen was gewonnen. Das Meisterwerk Panda. Ja, also das ist doch ein wahres Meisterwerk. Fump. So, also wenn das nicht toll ist, dann... ja. Panda, der einen Apfel beißt. Ja, moderne Kunst. Ja, wenn man nichts damit anfangen kann, ist immer moderne Kunst. Dann haben wir nochmal den Ritter. So, den haben wir auch. Und jetzt hüpfen wir mal ins Bett. Komische Musik. So. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Jetzt haben wir dasselbe Bild, ne? Aber haben wir halt so gehört. Also Panda? Das sieht schon echt... ja, okay. Das hat nun mal auch nicht jeder. Unsere wunderbaren Trophäen und unsere Püppchen hier. Sehr schön, sehr schön. Hier passen noch zwei hin. Okay. Okay, die müssen wir uns vielleicht auch nochmal holen. So, dann können wir jetzt hoffentlich mal was ausliefern noch hier. Und schauen mal, ob wir für Ski das beenden können. Die Schaltung, ja, wir haben noch eine gefunden. So. Jetzt haben wir aber kein Gummi mehr. Jetzt zieh fix. Was ist das? Oh. Was haben wir hier? Lapis Lazuli haben wir recycelt und Fluorid. Okay. Quarz. Was ist ein Erz? Der war auch immer so viel, ne?
Ja, mit dem einen Eisenerz komme ich nicht weiter. Was sagt man das mal? Wir kriegen noch einen Rosenstein raus, wenn wir Glück haben. Und Quarz sowieso. Können wir auch gebrauchen. Gut, da müssen wir noch mal ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt einen Gummischrott. Dann haben wir das auch. Ups. So, was haben wir genug? So, drei Schaltungen haben wir, eine fehlt uns noch. Hier noch was Neues. Hä? Owen will drei Sandkarpfen. Zwei haben wir. Okay. Gut, sind nicht so viel, aber. Welche meint er? Ach so. Ah ja, das können wir auch noch abgeben. Sandres Sushi. Die hier ist das wahrscheinlich, blockiert das ein bisschen. Sandres Sushi, da können wir jetzt 11 machen. Okay. Brutzel, Brutzel. Sehr schön. Oh, Nudels, Nudels. Ah, da ist auch ein paar Pilze weggefressen, so wie es aussieht. Kastanien mag er ja nicht so sehr. Oh, super. Also im grünen Bereich. Oh, da kommt ein neuer Zug. So. Oh. Nudels. Doodles ist zufrieden mit seinem Zeug und unser Kamel hat jetzt auch mal Tomaten probiert. Also Tomaten mag's auch. Tomaten und Sandbeeren. Das ist ja eine Mischung. Ja, gucken, ob es auch eine Kartoffel mag. So, okay. Sehr interessant, Blümchen. Du magst Tomaten und Früchte. Das ist, interessante Mischung. So, jetzt nicht weiterfahren, Zug. So, boah. Sagen wir mal testen, was passiert, wenn wir überfahren werden. Wir müssen das Spiel neu anfangen. Wir haben alle Daten jetzt gelöscht. Nein! Ja, Sandrock als Roguelike. Oh Gott, so. Ah, Miralein, da ist sie ja. Wunderbar. Wie sie leibt, lebt und töpfert. So, bitteschön. Und wir haben unser Level up. Wir haben zusätzliche Angriffspunkte und Lebenspunkte bekommen. Ha! Doch. Ja. Und die Mission haben wir auch noch erledigt. So, komm. Blümchen, ich muss dich mal gerade hier alleine lassen. So, Amiralein. Oh, Manny. This desert is a glossy sheen. A river leaking sunlight. A beauty meant to be cherished. Meant to inspire. But to people like us. It's a fiend, meant to inspire only more hardship. Yeah. When we can have such opposite views of the same sight, it's not hard to understand why people fail to get along. Fertig? Okay. Ja, war viel zu sagen heute. Hat wohl gerade ihren philosophischen Tag. Viel ist die Wüste ein glänzender Schimmer, ein Fluss, aus dem das Sonnenlicht entweicht. Eine Schönheit, die man schätzen und die einen inspirieren soll. Aber für Menschen wie uns ist sie ein Ungeheuer, das nur noch mehr Entbehrungen verspricht. Wenn wir so gegensätzliche Ansichten über denselben Anblick haben, ist es nicht schwer zu verstehen, warum die Menschen daran scheitern, miteinander auszukommen. Puh, da sind wir schwere Gedanken am frühen Morgen. Halleluja. Was ist das? Max, vielleicht eine Blutsteinsäge. So. Siehst du, plus 3. Du magst ja auch diese anderen Blutsteinsachen. Ich dachte, wenn man einmal auf Blutsteinen steht. So, Halleluja. Das war ja jetzt ein Vortrag. Okay. So, guck mal nochmal unsere wunderbaren Figürchen, die wir hier haben.
Gut, Elsie sieht komplett anders aus. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Wer das ist, weiß ich nicht. Zwei könnte man noch aufstellen. Dann haben wir unsere Sammlung schon mal voll. Ne, die pennt hier, ne? Ah, doch nicht. Ich dachte, die ist bei Avion im Haus. Ja. So, uns fehlt noch Owen. Und dann müssten wir auch noch Avio kaufen. Ja, naja, wir haben halt nur Platz für zwei. Aber naja, gut, ist halt so. Warum hier allein? Lass dich jetzt mal wieder alleine hier deine Gedichte schreiben oder so. Ui, ich finde, ein sehr nachdenklicher Typ zu sein. Apropos nachdenklicher Typ, Blümchen. Auf geht's zur nächsten Mission. So, wo können wir hier noch was abgeben? Da unten. Mal gucken, was ist denn das, die nächste? Ach so, wenn wir ihn jetzt hier noch finden. Wo ist er denn? Hier ist Pablo. Ach, ist der hier bei einer Construction Junction? Junction Function? Konstruktionskreuzung? Das ist ein merkwürdiger Name. Jawohl, der Hugo. Hallo. Hey there. Ich hab dir noch meine Spielsteine hier mitgemacht. Hey, jetzt schon. Ist super, auch schlecht, auch nicht, gar nicht übel, ja. So, wunderbar, haben wir das auch. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Da ist immer noch zu wenig Platz eigentlich. Jetzt haben wir uns unser Haus hier ausgebaut. Ah, im Grunde müsste das immer noch ein bisschen nach hinten, damit es noch größer wird. Und wenn man noch einen zusätzlichen Stall dazu bauen möchte. Zum Beispiel Hühnerstall oder Hasenstall, wobei ich nicht weiß, was man mit den beiden Tieren hier macht. Bisher im Spiel. Es gibt irgendwie nichts für Hasen und für Hühner. Aber, die scheinen ja auch recht groß zu sein. Und wo soll ich die hinstellen? Hm. Tja. Gute Frage. Showroom Manual. Da sind die ganzen Fertighäuser drin. Da kann man sich da auch angucken. Also die Gebäude, die schon vorgefertigt sind, ist mir aber zu teuer von den ganzen Ressourcen, die so brauchen. Scratching Post. Ja, wenn wir eine Katze adaptieren, dann ist das wahrscheinlich nicht schlecht. Ist aber auch nicht gerade billig hier, das Zeug. A tunnel with four exits. Where will they come out from? No one knows. Auf welche Tiere sind die? So ein Sofa kann man ja für Katzen und Hunde nehmen. Gut, wir müssen auf jeden Fall weitermachen mit unserer Mission. Ich sehe nichts. Mit unseren Tierchen auf jeden Fall. Dann müssen wir gucken, dass wir nur die Geburtstage im Auge behalten. Uns noch ein bisschen pimpen. Und weiter daran arbeiten, ein Tierchen zu adoptieren. X können wir nicht adoptieren. Jasmine auch nicht. Und, aber bei Coco können wir weiter daran arbeiten. Nemo, okay. Da müssten wir eigentlich kurz vor Verbündeten stehen. Bei Coco haben wir das ja schon. Macchiato sind wir auch so ein bisschen. Sheriff haben wir noch gar nicht so oft gesehen bisher. Meerkätzchen, ja. Auch so ein paar Pünktchen. So, Venti, nix. Aber, weiß ich nicht, ich glaube, die stalkt mich heimlich. Rieren und Fang. Ja, da könnte man ein Herzchen auch bald voll machen. Bei ihm sind wir ja auch befreundet. Und hab, kriegen wir ab und zu Geschenke. Gut, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht in My Time and Zentrog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Aua.